Gute und willkommen bei Barbecue Culture. Wir machen uns heute mal was Schnelles, was Leckeres. Wir machen uns heute eine Bratwurst, eine Curry-Bratwurst. Und die tun wir uns ein bisschen abwandeln. Wie? Habt ihr wahrscheinlich im Text schon gelesen, ein bisschen. Und was wir machen, seht ihr jetzt. Also mitkommen, dranbleiben. Und hier haben wir unsere Zutaten. Und ihr seht, wir haben Bratwurst. Und wir haben hier ein paar Zutaten, die ergeben später unsere Currysoße, unseren Ketchup, wie ihr das nennen wollt. Auf jeden Fall brauchen wir ein bisschen was. Wir haben hier auf jeden Fall schon mal einen Ketchup. Nur den verfeinern wir uns diesmal. Und das Ganze machen wir mit Cola und noch ein paar anderen Sachen. Was seht ihr unten in der Infobox? Könnt ihr euch alles rausschreiben? Seht ihr aber auch gleich, wenn wir es verarbeiten. Wir machen auf jeden Fall die Soße hier im Topf auf dem Seitenbrenner und grillen uns die Würste drin an. Ich heiz jetzt gerade mal den Grill vor, weil hier haben wir eigentlich nichts mehr zu tun. Das machen wir alles gleich im Topf selber. Da sehen wir uns auch gleich wieder. Und wie gesagt, als erstes treffen wir uns hier diesmal am Topf, nicht am Topf. Wir haben jetzt hier schon mal aufgestellt. Der dürfte langsam warm werden. Jetzt gehen wir mal so einen Schluck Olivenöl rein. Gar nicht so viel. Und dazu gesellt sich jetzt direkt schon mal eine halbe Tube Tomatenmark. Und dem Tomatenmark geben wir jetzt schon mal so ein bisschen Hitze. Das darf jetzt hier drin kurz ein bisschen anrösten. Und währenddem jetzt da drüben unsere Soße oder nein, unser Tomatenmark ein bisschen Fahrt kriegt, geben wir jetzt hier unserer Bratwurst ein bisschen Fahrt und legen die uns hier schon mal auf. Und Deckel zu. Und lassen die erst mal ein bisschen angrillen. So, unserem Tomatenmark haben wir jetzt schon ein bisschen Hitze gegeben. Das darf heute ein bisschen länger anrösten. Und wir geben jetzt unsere Gewürze dazu. Und das ist Curry, Knoblauch, Zwiebelpulver, Pfeffer und Salz. Das geben wir jetzt schon mal dabei. Das darf auch ein bisschen mit anrösten. Und ich sag euch, alleine dadurch kommt jetzt hier gleich ein Geruch hoch. Das glaubt ihr nicht. Schön mit dem Tomatenmark jetzt nochmal anrösten. Boah, ein Duft, ich sag's euch. So, eine Minute später geben wir jetzt die nächste Zutat rein und das ist unsere Cola. Und jetzt gehen wir auch direkt mit der Hitze von dem Brenner runter, so auf halbe Kraft, würde ich sagen. Das hier verrühren wir uns jetzt erstmal schön, dass das alles eine Masse gibt. So, und jetzt kommt unser Ketchup hinzu. Und da spart jetzt auch nicht. Da kann jetzt einiges rein. Wir wollen hier im Endeffekt einen Ketchup machen. So. Mengenangaben kriegt ihr natürlich unten in der Infobox. So, das verrühren wir uns jetzt auch nochmal. Was ich jetzt noch mache ist, ich gebe ein bisschen Pfeffer dran. Der ist aber noch optional. Ich mag es gern ein bisschen pfeffriger. Die Menge, die ich euch unten reingeschrieben habe, so passt erstmal, würde ich sagen, für die meisten Leute. Ich mag mehr Pfeffer, deswegen habe ich jetzt noch ein bisschen dran gegeben. Aber das ist eure Entscheidung. So, wie gesagt, wir lassen es jetzt auf, ja, ich mache es jetzt ziemlich niedrig runter und lassen es hier schön köcheln, dass sich die Aromen verteilen können. Wem das Ganze jetzt zu dick ist oder generell noch ein Stück zu dick ist, ihr könnt auch einfach noch ein Stück Cola dazu machen und dann einfach so weit einköcheln lassen, wie ihr das von der Konsistenz haben wollt. Aber ich lasse es jetzt erstmal so. Ich kümmere mich jetzt um die Bratwurst und wir sehen uns gleich wieder. So, unsere Bratwurst drehen wir jetzt mal. Legen die uns auch ein bisschen anders hin. Ich mag gerne, wenn die Bratwurst, auf jeden Fall mag ich erstmal eine grobe Bratwurst lieber als eine feine. Und wenn die Bratwurst richtig schön Röstaromen kriegt. Also ich mag das, wenn die ein bisschen dunkler ist. Aber das könnt ihr auch wieder machen, wie ihr wollt. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder, wenn die Bratwurst fertig ist und die Soße fertig ist. So, unsere Soße machen wir jetzt aus. Die hat jetzt hier geköchelt. Die Bratwurst ist jeden Moment fertig. Und ich muss sagen, die Konsistenz ist echt gut. Wenn die jetzt ein bisschen kühler wird, wenn die abkühlt oder wenn ihr euch die abfüllt in den Kühlschrank stellt, wird die nochmal so richtig Ketchup-mäßig. Also jetzt ist die noch ein bisschen dünner. Deswegen, wir lassen die jetzt noch ein bisschen abkühlen, bevor wir gleich unsere Bratwurst anrichten. Die holen wir jetzt gleich runter. Die ist nämlich auch so gut wie fertig. So, wie ich euch gesagt habe, ich mag meine Bratwurst ein bisschen dunkler. So soll die aussehen. Die holen wir jetzt auch runter und dann richten wir uns einen kleinen Teller an. Ich sage euch, das wird lecker und es ist so einfach gemacht.
So, unsere Currywurst ist fertig. Unsere gepimpte Currywurst. Unsere Cola Barbecue Currywurst. Und ich sag euch, die Soße riecht fantastisch. Und jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch probieren. Ja, opfer ich mich mal wieder für euch. So einfach. Und es kann so lecker sein, ich sag's euch. Einmal für euch, rinnende Kopf. Genau so muss es sein. So einfach, so lecker. Das ist geil. Also, wer Bock auf sowas hat, die meisten Zutaten haben wir sowieso zu Hause. Schmeißt es euch zusammen, probiert es mal aus. Super lecker. Da braucht ihr nicht zum Imbiss gehen, das könnt ihr auch zu Hause machen. Also, wir sehen uns beim nächsten Rezept wieder und ihr lasst jetzt mal einen Daumen nach oben da, wenn es gefallen hat und ein Abo nicht vergessen. Dann verpassen wir so Sachen nicht mehr. Und wir sehen uns beim nächsten Rezept wieder. Euer Max und Barbecue Culture. Und tschüss. Und ich habe Hunger. Ai, 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 ai.